Es ist momentan, muss ich gestehen, ein bisschen frustrierend. Obwohl, ich weiß nicht genau, ob ich sagen kann, frustrierend. Es ist einfach, ein bisschen schade, dass, ich meine, ich frage ja nicht zum ersten Mal, woran es denn liegt, dass das halt so ist, wie es ist. Aber ich bekomme leider, habe leider bis jetzt echt noch keine Antwort bekommen, obwohl, das muss man sich mal vorstellen, ich habe, oh, diese Musik, das ist gerade nicht passend. Obwohl ich mittlerweile über 1000 Zuschauer habe, obwohl wir mittlerweile über 1000 Leute sind, so über 1000 Zuschauer, das klingt scheiße irgendwie. Obwohl wir so eine riesige Anzahl von Leuten sind, hat mir immer noch keiner sagen können, warum die Zuschauerzahlen so gering sind. Es fragen immer alle. Oh. Es fragen immer alle. Es kommt echt in den Videos immer so rein. Ja, Neverguest, wieso hast du denn so wenig Aufrufe? Es fragen alle, wirklich, es fragen alle, aber es konnten mir noch keiner beantworten. Ich weiß es selbst nicht. Ich habe mich in Foren informiert, ich habe mich sonst informiert, woran das denn liegen kann, was ich falsch mache. Weil natürlich versucht man zuerst immer so ein bisschen zu gucken, was macht man denn selbst falsch. Also zumindest versuche ich das zu gucken. Was mache ich falsch, woran könnte es liegen? Was macht meine Videos unattraktiv? Ne, man möchte ja schon euch, ich möchte euch ja schon was liefern. Ich mache das nicht seit über 2 Jahren, weil ich, keine Ahnung, zu viel Freizeit, doch, ich habe zu viel Freizeit, okay. Aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Und es verwundert mich. Ich verstehe schon, dass es mittlerweile nicht mehr so viel los ist, weil wir hatten da wirklich zu den Zeiten, da hatten wir über 50 Aufrufe auf jedes Video. Und dann hatte ich den Festplattencrash, das wissen wir ja alle noch. Zumindest alle, die von da noch übrig geblieben sind. Und dann sind halt viele gegangen. Da gab es mal 2 Wochen, nee, 1 Woche war es eigentlich nur. Es gab mal 1 Woche kein Videos. Ich habe es sogar erklärt, ich habe es überall erklärt, warum das ist. Und trotzdem sind alle gegangen. Das kann man jetzt nicht ändern, ist halt so passiert. Das kann ich auch nachvollziehen. Und danach war halt nichts mehr los. Ja, jetzt versuche ich das natürlich wieder hochzuziehen. Und ach, der Nenari-LP, der spielt Twitch gerade. Der spielt was? Der spielt Twitch. Der Nenari-LP, der auch auf Twitch ist, spielt gerade Counter-Strike so rum. Ja, und ich weiß nicht. Ich bin echt, wie gesagt, momentan überlegen, was mache ich falsch? Was kann ich besser machen? Was kann ich wirklich besser machen, damit euch die Let's Plays mehr gefallen? Damit sie euch zusagen. Spiele ich die falschen Spiele oder... Ich weiß es einfach nicht. Ich kann es echt nicht sagen und ich bräuchte echt mal... einen, der in die Kommentare schreibt, ich finde, du machst das und das falsch oder du machst das und das richtig. Das wäre wirklich momentan so ein bisschen das... LOL, seit wann kriegt man da 3 schon raus? Huh? Was haben die alles geändert? Wie lange habe ich kein Minecraft mehr gespielt? Oh mein Gott. Ich spiele jeden Tag Minecraft. Also, naja, wenn ich aufnehme. Also für euch jeden Tag. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Das da geht natürlich gar nicht so. Da muss ich auf jeden Fall erstmal das runter. Das ist der A New Beginning. Oho, ich weiß es noch. So. Dann tun wir uns erstmal unsere kleine Base einrichten, damit hier nicht irgend so ein Vieh denkt, guck mal, ich komme hier durch. Und dann tun wir uns langsam versuchen, mit den Spinnenweben und so hier ein Bett aufzubauen, alles mögliche. Einfach so eine kleine unterirdische Base, in der wir uns hier ein bisschen zurechtfinden und dass wir auch mal ein bisschen, sagen wir mal, hier bauen können, dass wir einfach mal ein bisschen uns Zeit lassen können, Quatsch, bauen können, dass wir hier einfach mal ein bisschen uns Zeit lassen zum Farmen. Jetzt sehe ich gerade hier, ist auch falsch. Egal, ich grabe hier halt was ab, ist ja auch egal. Ich brauche eh momentan. So, hier den ganzen Spaß weg. Hier ist eh alles, das können wir mitnehmen. Amboss haben wir uns wahrscheinlich eh basteln müssen hier unten.
Und das nehmen wir dann natürlich alles da mit, das ist hier natürlich keine Frage. So, hier den ganzen Spaß kommt auch mal mit, die ganze Kohle werden wir am Anfang auch brauchen. Oh, was haben wir denn da hinten? Oh, was ist das? Pff. Ja, holla, die Waldfee. Laus mich doch, der Affe. Was ist das denn hier? Scheiße. Habe ich erwähnt, dass ich Lava hasse? Habe ich das erwähnt? So zufällig irgendwann mal? Dass ich Lava nicht leiden kann? So, ja, so ein bisschen vielleicht. Die Hacke ist auch so imbar hier, die klopft einfach boom, tot. Moment, müssen wir mal ganz kurz. So, vorsichtig. Okay, müsst echt bloß aufpassen. Ich mag das eigentlich nicht, ja nicht so schalten, aber das wäre jetzt echt, also mit den Diamanten, die wir gerade gefunden haben, also wenn ich jetzt gestorben wäre, ich glaube dann, vor allem in Lava, wenn ich so gestorben wäre, okay, aber in Lava zu sterben mit so vielen Diamanten ist scheiße. So. Dann wollen wir mal. Ich tue jetzt mal ganz kurz hier meine Base einrichten, bevor ich die Zombies wieder anschalte. Quatsch. Weil das ist der Schwachsinn, wenn ich mich jetzt von Zombies bedrängen lasse währenddessen. So, dann machen wir ganz kurz hier. So. Ja, ich kann ja, welche Tiefe wir die Base gebaut haben jetzt. Haben wir noch 5 davon? Hm, da fehlt nicht mehr viel. Kann ich ja theoretisch eigentlich. Die Erde ist ja eh nur hier. Weil, es war ja mal geplant ursprünglich, dass in diesen Räumen Boss-Zombies spawnen sollten, aber das haben sie dann irgendwie doch nicht gemacht. Warum, weiß ich nicht. Die waren mal geplant, die Boss-Zombies, aber also die Riesen-Zombies, die gibt's auch. Nee, die gab's. Die gibt's nicht mehr, glaube ich. So, eine sehr aufreibende Musik. Ich habe also erstmal Wasserfall, dann kann ich hier. So, klack. Machen wir da oben erstmal zu. Eigentlich war Spaß, dass ich alles weggeräumt habe, aber naja. Machen wir das hier so. Das war echt voll der sinnlose Schwachs, dass ich gerade das Ganze. Ich mach's wieder hin. Ja, ich mach's wieder hin. Das war gerade mega sinnlos. Hä? Das muss mir jetzt mal einer. Achso, klar. Jetzt war ich verwirrt, warum ich auf einmal zu wenig hatte. Es fehlt eigentlich nur ein einziger Erdblock, deswegen war es eigentlich ziemlich dumm, dass ich jetzt alles weggemacht habe. Aber na gut, man macht sich ja gerne mehr Arbeit, als man hat. So. Kann mir jetzt mal bitte das einer erklären? Hä? Wie mache ich das? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Sind wir noch gar nicht fertig. Wir müssen uns nämlich noch. Kann ich hier durch. Oh, hier kann ich reingraben. Siehst du, super. Dann grabe ich nämlich jetzt hier 9 rein. Dann kann ich mir daraus einen Ofen bauen. Klack. Und dann können wir uns da einen Ofen hinstellen und können das Eisen zum Beispiel schon mal brennen. Dann stelle ich mir jetzt hier die 9 Erze hin. Ist das geil. Das sieht so geil aus. Klick, 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 klick. Oh, geil. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz die Grafikeinstellungen machen wir auf. Wo habe ich es denn? Das glaube ich hier gleich. Nee. Hä? Sichtweite, Bildrate. Unbegrenzt.
lass mal bei 30, keine Ahnung. Rotierte Texturen? Bin ich bescheuert? Grafikmodus schön. So, wo die Helligkeit? Man konnte doch irgendwo die Helligkeit einstellen. Ich mal das mal an, mal gucken, was das ist. Sieht irgendwie anders aus jetzt. Ich guck's mir jetzt nochmal. Moment. Ey, Quatsch. Grafikeinstellungen. Nö, sieht nicht anders aus. War wie meine Einbildung. Das brennt da gerade noch vor sich hin. Wir haben 19 Diamanten. Das ist natürlich eine ganze Ecke. Ich würde mal ganz kurz noch. Moment, bevor wir weitermachen. Bäh. Unser Schwert ist auch was kaputt, sehe ich gerade. Gut, dass wir gerade schon Eisen haben. Das ist sehr, sehr gut. Das trifft sich perfekt. Dann können wir uns nämlich mal ganz kurz zwei neue Schwerter machen. So, komm her. Und siehst du, reicht sogar noch. So, dann krabbel ich hier vorne mal ein bisschen was ab. Da ist schon der nächste Skelett und das sieht da gerade fast so aus, als wenn es ein Spawner wäre. Schau mal gleich nach. Ich will natürlich erstmal mich hier drin jetzt ganz kurz einrichten, damit, falls wir sterben, wir nicht alles verlieren. Ah, wir haben eine Kiste, ich bin so blöd. Wir hatten bereits eine Kiste. Egal. So. Da kommen nämlich schon mal drei Kisten hin. Dann kommen in die untere Kiste schon mal die ganzen Erze. So, untere Kiste kommen Erze. So, in die Kiste kommen Blöcke und so ein Spaß rein. Das war's schon. Und in die obere Kiste, die wir nicht öffnen können, weil es hier oben ist. Ah, super. Dann tue ich die dahin. Das werdet schon sehen, warum ich das gleich gerade so mache. Das wird ja alles noch ein bisschen schöner. Dann werden wir alles noch ein bisschen ausrüsten. In die Kiste kommen momentan erstmal so Gegenstände, die keiner braucht. Natürlich sehe ich jetzt einfach mal das hier alles dazu. Das wird danach noch sortiert. Später. Hier haben wir noch Erze. Fackeln bleiben bei mir. Brot kann hier rein. Pilze können hier rein. Pilze können wir theoretisch eigentlich züchten. Kann ich die hier züchten? Super. Dann stelle ich die einfach mal überall hin. Warum nicht? Interessiert ja keinen. Eisenspitzhacke kann da rein. Ich weiß gar nicht, wo ich die habe. Habe ich, glaube ich, aus so einer Kiste gezogen. So. Schauen wir mal, was der Kollege hier will. Schwert immer noch nicht kaputt. Na gut. So, ich mach mal hier jetzt das ganze Holz weg. Aber damit wir schon mal wissen, wo wir waren. Kommt ja noch Fackeln. Davon haben wir jetzt, glaube ich, 5 Stück schon. Wir brauchen 12. 12. Na gut. Die Musik passt sehr schön. Ist natürlich erstmal ein bisschen Eingehäuse hier, ist ja kein Ding. Gut, dass wir... hier können wir uns gut zurechtfinden, merke ich gerade. Und da sehe ich schon die erste tolle Kiste wieder für uns. So, leuchten wir jetzt mal alles aus hier. Hier oben würde ich mir gerne eine Wand drüber ziehen, wenn ich ehrlich bin. Ist mir ein bisschen unsicher. Wenn mir da jederzeit was auf den Kopf springen kann. Darum ziehe ich jetzt einfach mal hier. Komm, ich ziehe einfach mal zwei raus. LOL. Was ist das denn heute? Uff. Das war mir jetzt egal, Alter. Die Diamanten. Alter, war das viel Schaden. Geronimo! Pff, uah. So, alter Schwede.
Okay, Diamant. Alter, wir haben 31. Wir sind gerade erst losgelaufen, aber 31 Diamanten. What the fuck? So, dann brenne ich mal gleich das Gold noch. Wenn wir einmal dabei sind. Oh, Alter. Dann mache ich mir hier, Moment. So, dann machen wir gleich am Anfang natürlich diesen Hocker. Den Amboss. So. Super, das ist natürlich jetzt eine große Verschwendung gewesen, aber hey, was soll's? Wir brauchen den Amboss. So, dann kann ich hier mal ganz kurz eine Reihe Kohle hin platzieren. Denn auch die wollen wir ja in großer Masse. Eigentlich alles. Es gibt auch Level dazu, viele schöne.